reden vom Müll. Müll, Elektromüll, der nicht abgebaut werden kann in der Natur, oder Plastikmüll in den Meeren, an denen die Fische sterben. Aber in unserem Erbgut gibt es auch Müll. Und um den geht es jetzt. Und dieser hat natürlich wieder mit Viren zu tun. Unser Erbgut wurde vor etwa 20 Jahren angefangen zu sequenzieren. Es gab die ersten Genomanalysen zum Ende des vorigen Jahrhunderts. Die waren millionenteure Unternehmungen von zwei berühmten Forschern, dem Watson und Craig Venter. Aber dann kam eine umwälzende Publikation in der Zeitschrift Nature. Diese bestand aus 60 Seiten, 40 Abbildungen und es war die umfangreichste Publikation, die ich je gesehen hatte, von weltweit vielen Gruppen gemeinsam erstellt. Unser Erbgut besteht aus 3,2 Milliarden Basenpaaren, Nukleotiden, abgekürzt ATGC. Als diese Arbeit erschien, wurde zugleich eine große Seite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgedruckt, bestehend nur aus den Buchstaben ATGC. Sie wurde preisgekrönt, aber unser Erbgut war damals noch lange nicht dargestellt. Dazu hätte man 15 Kilometer solcher Seiten gebraucht, um unser Erbgut aufzuschreiben. Was dieses Erbgut bedeutet, das wissen wir bis heute nicht endgültig. Was sind die Worte, die Sätze, die Kapitel, die sich hinter diesen Buchstaben verbergen? Das ist noch ein weites Feld. Was war das Ergebnis der großen Publikation in Nature? Sie hieß Initial Sequencing of the Human Genome. Ja, das erste Überraschende war, wir haben nur 30.000 Gene in unserem Erbgut. Diese Zahl war sogar noch zu hoch, denn wir haben nur 22.000 Gene. Sie musste noch wieder nach unten korrigiert werden. Ja, das entspricht mal gerade 2% unseres gesamten Erbguts. Die sind für alles das verantwortlich, was uns ausmacht. Muskeln, Körper, uns Menschen oder auch andere Tierspezies. Die übrigen 98% sind sogenannte Non-Coding-DNA. Kodieren nicht für irgendwelche Proteine. Wofür denn? Da entstand der Name Abfall oder Junk-DNA, so heißt es im Englischen. Ist das wirklich alles Junk? Diese Frage werde ich nicht beantworten können abschließend, aber zumindest aufweisen können, wie diese Frage zustande kam. In dieser DNA unseres Erbguts befinden sich, das war die zweite große Überraschung, 50% des Erbguts besteht aus mehr oder weniger vollständigen oder verstümmelten Viren. Unser Erbgut ist ein Friedhof von fossilen, meistens Retroviren. Mit der Zeit haben sie Mutationen angesammelt oder sogenannte Indels, Insertion und Deletion. Sie führen nicht mehr zu vollständigen Viruspartikeln, die freigesetzt werden können, sondern sie sind im Erbgut verankert, eine besondere Eigenschaft, die wir für Retroviren kennen, und da bleiben sie für immer enthalten. Sie sind an die 100 Millionen Jahre alt. Vollständige Viren haben zu Beginn zwei gleiche Enden, das sind Promotoren, abgekürzt LTRs, Long Terminal Repeats. Und mit der Zeit werden die beiden verändert und daraus kann man herleiten, weil sie zu Beginn identisch waren, wie alt die Viren sind. Das heißt, aus dieser sogenannten Uhr kann man herleiten, dass die endogenen Viren in unserem Erbgut etwa 50 bis 100 Millionen Jahre alt sind. Aber es gibt nicht nur diese vollständigen Viren, die heißen humane endogene Retroviren und sie sind über unser Erbgut in unsere weiter vererbt worden. Wenn ein Virus eine Körperzelle infiziert, dann wandert das Virus weiter. Aber wenn es eine Körperzelle infiziert, dann geht es senkrecht in die nächste Generation über. Und so ist es im Erbgut in unserem menschlichen Genom vorhanden. Großen Viren sind etwa 450.000 an der Zahl und nur 40.000 von denen sind noch wirklich aktiv und können Gene exprimieren. Je älter die Viren werden, umso kleiner werden sie und umso mehr Fehler sammeln sie auf, aber auch umso häufiger werden sie. Also zum Beispiel die nächstkleinere Stufe, sie heißt LINE, Long Interspersed Nuclear Sequences, die hat keine Promotoren mehr. Und sie hat vor allen Dingen auch das ENF-Gen verloren und davon gibt es schon 850.000 in unserem Erbgut. Manchmal werden sie auch als L1 abgekürzt. Ja,
Es gibt Untersuchungen in Amerika von Fred Gage, der sagt, die können in Embryonen, vor allem in Mäusen, springen, können Krankheiten hervorrufen, neurologische Veränderungen. Ich gucke ja auch gerne nicht nur auf die Krankheiten, Autismus oder Tumorentstehung, sondern vielleicht sind es ja auch ganz positive Eigenschaften, die dabei entstehen, zum Beispiel ein Mozart oder ein Einstein. Das wissen wir nicht genau. Die nächstkürzere Form sind die Short Interspersed Nuclear Sequences, die sind nochmal kürzer und dann gibt es noch Alu-Elemente, also die Größen umspannen von 10.000 bis 300 Nukleotiden. Das ist etwa das, was wir in unserem Erbgut vorfinden. Von diesen Alu-Elementen haben wir etwa 1 Million. Sie sind nur 300 Nukleotide lang, aber sie können auch in die Nachbarschaft der Gene wirken, wo sie sich eingenistet haben. Und das ist das Auffällige bei diesen Residuen an Viren. Sie können die Nachbarschaft beeinflussen. Damit könnten sie also unser Erbgut verändern. Sie bringen Innovationsschübe in das Erbgut und sie können Veränderungen herbeiführen, die auch vielleicht nicht so positiv sind. Wir haben im Labor uns ein solches humanes endogenes Retrovirus einmal genauer angeschaut. Was kann es denn in der Zelle bewirken? Jetzt kommt es darauf an, wie herum es im Erbgut eingebaut ist. Wenn es in derselben Richtung verläuft wie die Nachbargene, dann gibt es Durchleseprodukte, also RNA, die abgeschrieben wird von diesen endogenen Viren und die läuft in die Nachbargene hinein. Wenn die gleiche Richtung haben, können die sich addieren. Ist das Virus aber umgekehrt insertiert, dann können sich die Transkripte mit den Nachbargenen die Transkripte gegenseitig annullieren. Den Fall haben wir vorgefunden. Und was wird annulliert? Ausgerechnet ein Tumorsuppressorgen. Das heißt, dieses defekte endogene Retrovirus kann einen Tumorsuppressor inaktivieren und führt damit zu einer Stufe in Richtung Krebsentstehung. In der Tat konnten wir maligne Eigenschaften für diese Zellen nachweisen. Wir haben diese Arbeit eingereicht nach Nature Communications. Sie hat großes Interesse gefunden, aber jetzt kam eine sehr schwierige Frage. Wie häufig tritt das auf? Ist das typisch für viele Tumore? Können das alle endogene Retroviren? Und da ist für uns fast das Ende der Fahnenstange erreicht. Das können wir sehr schwer beweisen. Ich glaube es auch gar nicht mal. Tumor ist eine Entstehung über viele Fehler und ob da jedes Mal ein humanes endogenes Retrovirus eine Rolle spielt, das würde ich bezweifeln. Jetzt möchte ich noch eine etwas provokative Betrachtung anstellen. Wenn es 850.000 Line-Elemente in unserem Erbgut gibt, die alle vielleicht mal 10.000 Bausteine groß waren, die aufaddiert, machen ein Genom aus, das größer ist als unser gesamtes Genom. Das heißt, ich stelle wirklich die provokative Frage, ist es denkbar, dass unser gesamtes Erbgut einmal nur aus Retroviren oder virusähnlichen Elementen bestanden hat? Es könnte sein. Genügend Information haben die Viren zur Verfügung. Aber ansonsten ist die Frage sicherlich nicht für jeden akzeptierbar. Nur wir können 100 Millionen Jahre zurückschauen, länger nicht. Die Viren, die älter sind als 100 Millionen Jahre, haben sich so stark verändert, dass wir nicht mehr erkennen, dass es Viren sind. Und immerhin gibt es die erste Entstehung des Lebens seit 3,9 Milliarden Jahren auf unserem Planeten. Was machen aber jetzt die 98% Non-Coding DNA in unserem Erbgut? Ich sag's schon mal vorweg. Sie sind die Regulierer. Wir haben 98% Regulierer für 2% zu regulierender Gene. Das ist eine sehr kopflastige Situation in unserem Erbgut. Es gibt ein eigenes Konsortium, das sich gebildet hat. Es nennt sich ENCODE. Und da sind eine Heerschar an Bioinformatikern tätig, die herausfinden wollen, was denn in diesem Erbgut sich verbirgt. Alleine 70.000 Schalter hat man schon gefunden, die einen Einfluss haben auf die Regulation der vorhandenen 22.000 Gene. Und man wird weiter suchen und man wird weiteres finden. Also Junk, die Frage ist eigentlich im Raum. Es wird nicht wirklich geglaubt, dass das ganze Erbgut da aus Junk-DNA besteht. Und doch muss man sagen, vielleicht sterben einige Viren ja noch ab und sind noch nicht ganz verschwunden und sind auf dem Wege zum Verschwinden. Dann wären sie vielleicht so etwas wie irgendwann eines Tages Junk oder auch ganz verschwunden. Und wie hält sich so eine Retrovirus-Menge in unserem Genom?
Vielleicht haben sie uns geschützt. Es ist so, wenn eine Zelle von einem Retrovirus infiziert ist, kann die Zelle nicht so ohne weiteres wieder von Viren überinfiziert werden. Die Viren in der Zelle bilden einen gewissen Schutz gegen die Viren außerhalb der Zelle. Und so haben sie vielleicht gegen Viren geschützt, die es gar nicht mehr gibt. Denn die Viren, die wir im Erbgut finden, sind relativ anders als die heutigen Viren, die wir kennen. Das kann man nachweisen, denn man hat einige der Viren aus dem Erbgut mal auf dem Papier wieder zusammengestellt und die Fehler ausgebügelt und dann ein künstliches Virus hergestellt. Und in der Tat entstand aus den rudimentären fossilen Retroviren wieder ein lebendiges, vermehrungsfähiges Virus. Es hat den schönen Namen Phönix erhalten, wie Phönix aus der Asche. Und in der Tat gibt dieses Informationen, dass wirklich die fossilen Viren in unserem Erbgut einmal aus wirklich echten, vermehrungsfähigen Viren entstanden sind.